Ich bin Lisa und ich bin Casterin aus Berlin. Als Casterin ist man eigentlich maßgeblich dafür zuständig, die Filme zu besetzen und die Schauspieler für die Rollen zu finden. Bei mir war es so, dass ich Produktion studieren wollte eigentlich und dann an eine Regisseurin geraten bin, die gerade im Castingprozess war. Und die hatte mich dann einfach in die Castingabteilung gesteckt, weil sie der Meinung war, dass ich ein ganz gutes Auge dafür habe. Und ich kannte den Beruf vorher auch gar nicht so gut. Und das hat sich aber sehr, sehr schnell sehr richtig angefühlt und hat mir total Spaß gemacht. Mein Alltag sieht immer ganz unterschiedlich aus, weil es gibt natürlich die Castingtage, an denen man dann Castings durchführt. Aber die müssen ja auch geplant werden. Also das heißt, ich lese auch super viel. Ich lese sehr viele Bücher, Drehbücher. Dann muss man sich mit den Rollen beschäftigen. Dann sitzt man mit dem Regisseur zusammen, bespricht die Figuren. Wie stellt man sich die vor? Was sind das für Charaktere? Kann man die auch verändern? Müssen die genauso sein, wie die im Buch stehen, oder sind die auch ambivalent? Und dann versucht man sich quasi erstmal so an die Figuren ranzutasten. Wer ist das überhaupt? Und dann geht es natürlich in die Recherche, wer kann das spielen? Ich glaube schon, dass man ein gutes Gespür für Menschen braucht. Man muss natürlich auch wissen, irgendwie, wer gut miteinander kann, welche Spielweisen gut miteinander funktionieren. Gerade bei Konstellationen, das ist total wichtig. Man muss ein Verständnis auch von Schauspiel haben. Für mich war zum Beispiel eine ganz große Herausforderung das Projekt Quatsch und die Nasenbärenbande. Da haben wir halt ganz viele Kinder gesucht. Da hat mich Jacqueline Rietz hat die Kindercastings gemacht. Aber wir haben mit den Kindern und den Erwachsenen auch ganz viel gecastet. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, mit Vierjährigen zu arbeiten und einem Nasenbären. Das ist auch einer der sehr besonderen Castingtage in meinem Leben gewesen. Ich finde schon, dass man was merkt jetzt nach dieser MeToo-Debatte, dass sich einfach das Bewusstsein total geschärft hat. Und dass man vielleicht auch nicht mehr so, dass diese Angst nicht so da ist, wenn sowas passiert ist, wirklich darüber auch zu sprechen. Und dass es einfach eine Solidarität gibt. Und man ja dadurch auch einfach auch gesehen hat durch den Hashtag, wie viele Leute davon betroffen sind. Und dass natürlich dann auch wieder nicht nur die Frauen irgendwie zusammenschweißt, sondern auch die Männer einfach aufweckt, so im Sinne, wie geht man um? Geht man achtsamer miteinander um? Und das, denke ich, ist schon auf jeden Fall der Fall, auch wenn ich glaube, dass diese MeToo-Debatte jetzt einen Grundstein gelegt hat, aber da sich natürlich auch in der Denkstruktur noch extrem viel verändern muss.